Gala zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises. Ehrenpreisträger ist in diesem Jahr der langjährige ARD-Korrespondent Gerd Ruge. Eine Sonderauszeichnung erhalten Tom Bartels, Mehmet Scholl und Oliver Welke für ihre Moderationen und Kommentare bei der Fußball-WM. Der Deutsche Fernsehpreis wird heute zum letzten Mal in bisheriger Form verliehen. Im nächsten Jahr soll es ein neues Konzept geben. Sie waren die berühmteste deutsche Teenie-Band und haben es am Ende gehasst. Wenn man mit 14, 15 Jahren nicht auf die Straße gehen kann, ohne von kreischenden Teenies angefallen zu werden. Und wenn die Party zum 20. Geburtstag so aussieht, dass man im Heidepark Soltau nur mit Limousinen und Bodyguards von Achterbahn zu Achterbahn gelangt, dann fliegt man schnell aus der Kurve. Deshalb nahmen die Jungs von Tokyo Hotel lieber gleich ein Flugzeug nach Amerika und kehren erst jetzt, nach 5 Jahren, mit neuer CD zurück. Gemessen an ihrem Einstiegsalter sind die Musiker jetzt fast schon Pop-Veteranen und hoffen, dass auch die pubertierenden Groupies von einst inzwischen etwas erwachsener geworden sind. Norbert Lübbers über ein Comeback mit 25. Eine Liebeserklärung nach 5 Jahren Auszeit. Im Musikgeschäft eine Ewigkeit. Doch Tokyo Hotel will es noch mal wissen. Das Leben im amerikanischen Exil, vorerst beendet. Und damit auch die Flucht vor den Fans, den Schlagzeilen und der Hysterie. In Amerika gab es einfach auch ganz viele Leute, die uns gesehen haben und gar nicht wussten, wer wir sind und was wir machen. Und das war dann halt spannend zu sehen, wie das so ist. Und mir hat das extrem Spaß gemacht. Comeback-Pressekonferenz in Berlin. Die Teenie-Stars von einst sind erwachsen geworden und mit ihnen ihre Fans. Kein Kreischen, keine Hyperventilation, stattdessen geordnetes Anstehen. Also jetzt so mit 21 mich da hinzustellen und rumzukreischen, das kommt, glaube ich, nicht mehr so gut. Früher ja. Durch den Monsun, der Durchbruch vor 9 Jahren. 4 Jungs aus Leutsche, einem Dorf bei Magdeburg, erobern die Popwelt. Was mit süßen Fanbriefen beginnt, wird zum Ausnahmezustand. Selten hat eine deutsche Band so polarisiert. Tokyo Hotel, geliebt, belächelt, gehasst. Verfolgt von Fans und dem Boulevard. Zuletzt leben sie in einem goldenen Käfig. Also es war einfach an einem Punkt, wo es einfach überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Ne? Wir waren halt immer auch mit Security und so. Und dann haben wir immer gesagt, so, ja, warum geben wir uns das eigentlich? Dann lass uns jetzt die Sachen packen und wir hauen einfach komplett ab erstmal. Wieder vereinigt mit 100 ausgewählten Fans. Autogramme, Selfies, ein Lächeln. Da gibt es am Ende dann doch noch ein paar Tränen. Weil das für mich emotional krass ist. Also ich habe noch nie bei irgendwem geweint und so einfach. Es war meine Kindheit. Tokyo Hotels Comeback, ein trotziges Statement. Wir sind immer noch da.